Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ghost of Tsushima. In der letzten Folge haben wir Sensei Ishikawa gefunden und müssen mit ihm jetzt eine Schülerin von ihm befreien, die gefangen genommen wurde. Wir haben auch letzte Folge jetzt einen Ein Bogen solcher Bogen bekommen. hat uns in Komoda gefehlt. Es ist ein guter Bogen. Doch nicht Waffen erringen Siege, sondern Krieger. Ihr kennt die mongolischen Feuerwaffen nicht. Und sie haben noch nicht gesiegt. Na, aber jetzt können wir auch mit Bogen schießen. Gegner töten. Ich weiß allerdings nicht, ob wir Pfeile unendlich haben Hoffentlich oder ist eure nicht. Schülerin dort drin. Ah, das ist unsere erste Festung, die wir einnehmen. Es sind doch 23, Wo glaube können ich. wir ihre Abwehr besser sehen? Es sind, glaube ich, 23 Stück, die wir in diesem Gebiet befreien müssen oder besiegen müssen. Genau. Diese Stelle ist perfekt. Ich schleiche rein und öffne das Tor. Dann schlagen wir zu. Stürmt er immer mit halboffenem Hakama in den Kampf? Habt ihr eine bessere Idee? Geduld, Sakai. Die Mongolen werden einen Suchtrupp nach der Patrouille entsenden. Wenn die Tore aufgehen, schlagen wir zu. Je länger wir warten, desto länger ist Tomoe in Gefahr. Sie kommt schon zurecht. Betrachtet das Schlachtfeld. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Hornissennester. Ein Schuss dürfte sie aufscheuchen. So bekommen die Mongolen Insektenstiche und Pfeile ab. Explosive Fässer. Warum steht da Fässer eins? Könnten Schaden anrichten. Wir werden sehen. Warum zum Geier sind explosive Fässer? Ein Pfeil in diese Hängelampen und es sprühen Funken. Die Feuer entfachen. Sie haben viele Schützen. Sind gut, aber wir sind besser. Wenn die Tore aufgehen, lenkt den Feind ab und lasst Pfeile auf ihn regnen. Dann stürmen wir das Fort und befreien Tomoe. Gut, jetzt warten wir. Ich schieße aufs Wespennest. Sie öffnen die Tore. Wartet auf mein Signal. Ah, Pfeile sind voll. Ach, die sind gestorben, geil. Interessant. Sollen wir sie jetzt töten oder nicht? Bereit machen. Jetzt schickt sie zu ihren Vorfahren. So. Gut. Easy. Wie viele Pfeile können wir denn mitnehmen eigentlich? Nicht so viele, wie es ausschaut. Und der wird wohl von oben Feuerschutz geben, hä? Ah, wir können auch bei dem Pfeilen wiederholen. Geh mal hier rein, weil ich glaube, sie kommen jetzt auf der anderen Seite wieder raus. Ah, scheiß drauf. Komm. Gut. Und halt so. Headshots. Komm, als ob. Mann! Willst du mich verarschen? Sie öffnen die Tore. Wartet auf mein Signal. Na dann.
Sie kommen hier rüber, richtig? Bereit machen. Jetzt schickt sie zu ihren Vorfahren. So, hier. Insektenstücke machen jetzt den Rest hier. Dort, Kumpel. Headshot. Headshot. Ach komm. Ah, ich kann also nicht unendlich lang heben, gut zu wissen. So. 7 Vorräte haben wir. Gibt es eigentlich auch ein Limit, wie viel ich davon tragen kann? Oh, ein Hornissennest. Oh, voilà. Interessant. So. Gut. Komm. Anführer getötet. Tötet oder beobachte weitere Anführer, um Wasserkampfhaltung freizuschalten. Interessant. Boah, Pfeile? Ne, Vorräte hat der. Ich hab doch getroffen. So. Wo? Ah ja. Ah, scheiß drauf. Komm echt jetzt? What the fuck? Ich brauch Pfeile. Gut, Alter. Danke fürs Kaputt machen hier. Da. Komm, ist da noch wer? Ich brauche erstmal Munition. Kann ich nicht aufladen. Okay. Tote Gefangene. Gefesselt. Mit Pfeilen getötet. Tomoe ist nicht... Wartet. Dieser Anhänger gehört ihr. Vordurchsuchen. Okay, dann durchsuchen wir mal alles hier. Eine Schriftrolle. Bogenkunstbegriffe ins Mongolische übersetzt. Euer Name wird erwähnt. Sie hat meinen Weg des Bogens gelehrt. Es ist Tomoe, hat jetzt die ganzen Leute hier das Pfeileschießen beigebracht. Oder verstehe ich das gerade falsch? Hm. Hier Schlafzeug. Wir können eigentlich bei den ganzen Katanas, die hier oben hängen, einfach mal ein paar mitnehmen, weil Sachen gehen ja kaputt. Jemandes Privatquartier. Ein Frauenkimono. Tomoes Kimono. Sie haben sie freigelassen. Wieso? Weil sie ihnen die Pfeilkunst beigebracht hat anscheinend. Hm? Gucken wir einfach hier.
Das sind japanische Pfeile. Das sind Tomoes Pfeile. Seid ihr sicher? Diese Kerbe aus Hirschgeweih, das lehrte ich sie. Und diese geschwungenen Seeadlerfedern. Dann nahmen die Mongolen ihr die Waffen ab. Die Schüsse sind eng beieinander. Kein Mongole schießt japanische Pfeile so geschickt. Dann ließen sie sie einen Bogen benutzen. Hört ihr das? Ein Überlebender. Hilfe! Bitte! So kalt! Ach, hier. Wir suchen nach einer Frau. Einer Schützin. Die Mongolen sperrten sie mit uns ein. Dann ließen sie sie frei, gaben ihr Rüstung und Bogen. Sie tötete meine Frau und die anderen. Die Toten von vorhin. Sie demonstrierte dem Feind ihr Können. Und er hat sie rekrutiert. Bitte. Es tut so weh. Lasst mich nicht zurück. Ich habe genug gesehen. Gehen wir. Die Frage ist jetzt, was zum Geier geht jetzt hier ab? Die wurde also vom Feind rekrutiert. Heißt das, wir müssen sie jetzt töten? Oder nicht? Alter, Ishikawa, geh doch. Da lang geht er, okay. Sensei? Tomoe hat ihre Freiheit erkämpft. Und hilft jetzt den Mongolen. Wieso tut sie das? Was ist passiert? Ich habe sie zu sehr gedrängt. Wie gedrängt? Was verheimlicht ihr? Sensei! Ich verlange eine Antwort. Sie griff mich an. Nicht die Banditen. Tomoe. Wieso? Sie begreift nicht, was es heißt, Samurai zu sein. Euretwegen wählte sie die Mongolen. Verurteilt mich nicht. Lügt mich nicht an. Ich darf Tomoe, den Feind, nicht meinen Weg des Bogens lehren lassen. Dann halten wir sie auf. Das ist mein Kampf. Ich brauche eure Waffe nicht. Nein, ihr braucht mich. Es sind Krieger, die Siege erringen. Nicht Waffen. Fürst Shimura hat euch gut gelehrt. Wir jagen Tomoe gemeinsam, aber auf meine Art. Und wenn die Zeit kommt, werdet ihr mir helfen, meinen Onkel zu retten. Ihr habt mein Wort, Sakai. Ich bereite mich auf die Jagd vor. Wenn ihr so weit seid, kommt zum Dojo. Allein retten wir meinen Onkel nicht. Es müssen sich uns noch mehr anschließen. Findet Fürstin Masako Adachi. Falls sie noch lebt. Sie gehört zu den besten Kriegern der Insel. Okay. Dann haben wir jetzt eine Meisterbogenschützin für die Mongolen. Geil! Rekrutiere Sensei Ishikawa. Technikpunkt verdient. Deine Legende wächst. Der wandernde Samurai. Die Mongolen sind überall. In einem Kampf umzingeln sie mich wie Wölfe. Ich brauche neue Wege, sie mir vom Leib zu halten. Neue Geistwaffe freigeschaltet. Kunai. Wirf mit L und R1 zwei Kunai auf neue Gegner, sodass sie taumeln. Eine ausbalancierte Klinge kann ich werfen und einen Gegner überrumpeln und erledigen. Was, what the fuck? Erweitere. Aha, also muss ich meine Legende erweitern, um diese Spezialdinger zu bekommen. Also eine Wille rette dich vor dem Tod, wenn du verwundet wirst. Kostet 2 Entschlossenheit. Okay. Oder ich mach das jetzt. Moment, Durchstoß. Zum Freischalten weitere Mongolenanführer besiegen. Ach, das sind die Attacken.
Ja, Bro, what the fuck? Wie viel kann ich denn hier freischalten? Geistwaffen, Ablenkung ausweichen, Effekte, Paraden stellen eine kleine Menge Gesundheit her. Nein, danke. Pariere einen unblockbaren Angriff von mongolischen Schwertern. Nein. Ein ausweichender Schlag, der gegen langsame Gegner von Nutzen ist. Erkundung, machen wir da was. Folge den leitenden Willen, Wind zu den heißen Quellen. Talismane, Entschlossenheit. Sind Fuchsbauten. Wenn, dann Gesundheit oder Entschlossenheit nach oben. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Ich mache erstmal hier was. Es sind jetzt momentan 2 Kunai, richtig, die er wirft? Also können wir danach 3 werfen. Langsam während des Zielens für einen kurzen Moment die Zeit, um präziser zu schießen. Rolle dich kurz vor der Landung ab, um Schaden durch Stütze aus angemessenen Höhen zu vermeiden. Führe entfernt ihre Gegner auf, indem du dich konzentriert lauscht. Nee, dann. Dann. Mach ich eher das. Mach mal eher das. 3 Kunai. 3 Geschichten aktualisiert. Die Geschichte von Fürstin Ding, Blut im Gras. Der gebrochene Schmied. Trifft Yuna. Das ist halt alles Akt 1. Geschichten von ja, Sensei und die Schülerin. Im Dojo. Untersuche das Gebiet. Irgendwo hier. Da ist die Fürstin. Wir können aber auch die Geschichte mit dem Dojo weitermachen. Den Fuchsbauer. Wir müssen eigentlich auch wieder zurück zum... Oder machen wir die Story jetzt weiter mit dem? Jins Reise. Okay, ist jetzt alles der Jins Reise. Kümmern wir uns jetzt erstmal um die Kacke hier. Würde ich mal sagen. Machen wir hier ein bisschen weiter. Ein bisschen zumindest noch. Sensei, was Neues über Tomoe? Ja, doch ob ihr schon bereit für sie seid? Ihr tut, als sei sie ein Dämon. Das ist nicht so abwegig. Tomoe ist furchtlos. Sie ist kein Samurai, aber eine geborene Mörderin. Die Art kenne ich. Nein, tut ihr nicht. Kommt. Wo wollen wir hin? Zu einem Bogenschießstand. Ein Anwohner hat dort Mongolen gesehen. Ich vermute, Tomoe war dabei. Wenn Tomoe wahrhaft furchtlos ist, wäre sie eine gute Verbündete. Ein hungriger Leopard ist auch furchtlos. Leoparden meistern euren Weg des Bogens nicht. Lasst gut sein, Sakai. Sie schließt sich uns nicht an. Warum ist sie übergelaufen? Ich riskierte es, all mein Wissen mit ihr zu teilen. Als sie mich hinterging, bestrafte ich sie. Das war gewiss hart. Ihr wisst, was sie den Gefangenen in Fort Nakayama antat. Das war kein Fehler. Das war ihre Absicht. Und das hat sie nicht zum ersten Mal getan. Wir wissen nicht, ob sie Schuld hatte. Ihr nicht. Ich schon. Okay. Interessant. Ja, dann laufen wir ein bisschen schneller jetzt. Dann schauen wir mal, wie weit die Story noch weitergeht hier. Oder wie sie weitergeht, besser gesagt. Tomoe ist übergelaufen.
Frage ist, können wir am Ende entscheiden, ob wir sie zu uns in die Armee holen oder nicht? Ich würde es, glaube ich, eher lassen. Wie der Sensei hier schon sagt. Ihr müsst dort hinaufklettern. Schafft ihr es da hoch, Sensei? Wenn wir entscheiden dürfen, ob wir sie in unsere Armee aufnehmen oder nicht, dann glaube ich, du es eher nicht. Braucht ihr Hilfe, Sensei? Okay, Moment, hä? Nicht schlecht, Sakai. Beide sind voll. Ihr meintet, man könne nur hochklettern. Nein, ich sagte, ihr müsst klettern. Ist eine gute Übung. Pfeile, mongolische und japanische. Falls sie hier waren, sind sie längst weg. Vielleicht finden wir ihre Spur bei der Zielscheibe. Hier ist kein Ziel. Bei diesem Wachturm. Nicht schlecht, Sensei. Findet raus, wo sie hin sind. Okay. Bewegung, Sakai. So. Und der sagt zu uns Bewegung, wenn der selber nicht runtergeht. Fauler Sack. Zu dem Wachturm also. Okay. Dann gucken wir uns mal den Wachturm an. Wie viele Mongolen bildet Tomoe aus? Ein abgetrennter Kopf. Ihre Zielscheibe. Sensei! Mongol! Komm, als ob da jetzt auch ein Hund dabei ist. Gott. Gott. So. Ja, ich krieg einen Kunoi nicht zurück. Gut. Gut. Meine Fresse, ich war ein bisschen zu habgierig, glaube ich, hier. So, Pfeile sind voll, Pfeile sind voll. Sprich mit Sensei Ishikawa. Wir können mal so viel als Waffen mitnehmen, ne? Aber egal. Gute Sprechen wir einfach weiter. Schont ihr den Bogenarm, Sensei? Ich wollte sehen, wie gut ihr reagiert. Ihr wusstet, dass die Mongolen noch hier sind? Ja. Und ihr habt nichts gesagt? Ein paar Mongolen überfordern euch. Und ihr wollt es mit Tomoe aufnehmen? Das ist ein Krieg, kein Test. Und wie viele Kriege habt ihr gekämpft? Ich teste euch, wie es mir beliebt. Kein Wunder, dass Tomoe euch angriff. Nun gut. Wo ist sie hin, Sakai? Ich sehe mich um. Viele Spuren. Ein Dutzend Männer. Vielleicht mehr. Folgt der Spur. Ja, verfolgen wir sie halt. Wenn wir sie fassen, wartet nicht auf mich. Greift an und zieht weiter, sonst seid ihr tot. Wollt ihr diesmal euren Bogen benutzen? Wenn wir sie finden. Und wenn nicht? Könnt ihr allein ein Dutzend Soldaten besiegen? Wenn's sein muss. Gute Antwort. Okay. Sind immer noch hier. Wo sind denn die? In dem Dorf. Ah, wir haben also auch eine bestimmte Anzahl von Ausdauer oder soweit wir halt rennen kann. Ja, ich sehe schon hier. Latzen wir die noch aus. Seht euch das an. Sie üben, was Tomoe sie gelehrt hat. Mord an Unschuldigen.
Pfeile zu schießen ist dumm eigentlich. Weil es nicht funktioniert. Doch. So. Kommst du hoch? Was? Geiseln retten. Die Mongolen haben Geiseln genommen. Wenn die Gegner dich entdecken, fangen sie an, ihre Geiseln hinzurichten. Bro, what the fuck war das gerade? So. Komm hier. Headshot. Gut, Anführer getötet. Kampfwasserhaltung. Ich frage mich, was das ist. Aber werden wir dann schon rausfinden, wenn wir soweit ist. So. Helft mir! Retten wir sie. War da eine Japanerin bei diesen Mongolen? Ich konnte es nicht glauben. Sie gab ihnen Befehle. Was hat sie gesagt? Etwas über den Sensei. Und die heißen Quellen. Mehr habe ich nicht gehört. Verzeiht mir. Okay. Ich lehrte ein Monster, wie man jagt. Sie hörten, wie Tomoe den Mongolen Befehle gab. Sie erwähnte, dass Hiyoshi heilbart. Sie fängt gerade erst an. Sakai, eure Art zu kämpfen ist nicht der Stil eures Onkels und nicht meiner. Wir hatten noch nie einen Feind wie diesen. Ich tue, was ich muss, um zu siegen. Ein Samurai ist ein Wächter. Kein Mörder, der herumspringt wie ein Dieb. Ihr habt Komoda nicht gesehen. Ich habe genug gesehen. Ich weiß, es war brutal. Aber ich trainiere nicht noch ein Monster. Ich weiß. Das wird nicht passieren. Wenn Tomoe das Hiyoshi heilbart will, muss ich mich vorbereiten. Und ihr auch. Ich sehe euch in meinem Dojo. Okay. Haben wir den zweiten oder dritten Teil der Mission auch abgeschlossen? Was haben wir denn? Taliban der Differenz. Talisman des Fernkampfs. Ausrüstung. Du hast eine neue Waffe erhalten, was? Ah. Okay. Einlege- und Nachladegeschwindigkeit werden um 15% erhöht. Okay, verstanden. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge... Weiß ich nicht. Entweder gehen wir wieder zurück zum Dojo oder wir gucken mal an, was dieser Fuchs da mit uns macht. Ich glaube, den folgen wir nächste Folge mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Euer Gladius.